willkommen zu einem neuen Vlog. Mein Alltagstrott hat wieder begonnen. Gestern war mein erster Arbeitstag nach meinem Urlaub. Ja, und heute haben wir, ihr seht, Regenwetter. Das ist in einem Kindergarten immer ganz besonders schön, wenn man nicht raus kann. Naja, mal sehen, wir werden das Beste draus machen. Noch habe ich gar nicht allzu viele Kinder. Und mal sehen, was das Ganze so bringt. So die ersten Wochen nach den Sommerferien heißen immer Eingewöhnung, also neue Kinder kommen. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich 3 Zweijährige zur Eingewöhnung. Das ist schon ein bisschen was anderes als sonst, weil also ich habe zwar eine Familiengruppe, theoretisch Kinder von 1 bis 6, aber solche richtig kleinen Butcher hatte ich irgendwie ewig nicht mehr. Ich meine, ich habe natürlich trotzdem den ganzen Tag mit jüngeren Kindern zu tun, weil die bei uns ja auch ein- und auslaufen, aber halt in meiner Gruppe nicht. Und das ist schon so ein bisschen eine Umstellung. Ich hatte sonst echt überwiegend sehr fitte, große Kinder. Ja, und die musste ich ja alle abgeben in die Schuli-Gruppe. Und jetzt ja, muss ich mein Programm ein bisschen runterschrauben. Ja, mal schauen, wie so die Eingewöhnungen laufen. Gestern war das erste Kind da. Ich glaube, die anderen kommen erst am Donnerstag. Ja, kriegen wir zu sehen, ne? So, wir haben Sonntag, auch Sonntagabend, schon 17:45 Uhr. Und ich wollte jetzt gerne ein Kürbis-Chutney kochen, denn ich habe diese drei Hokkaido-Kürbisse hier geerntet. Vielleicht hätten die auch noch ein bisschen im Beet bleiben können, nur dieser Strunk wurde schon bei allen gelb. Und dann dachte ich, vielleicht ist es besser, die jetzt rauszunehmen. Und weil es mir einfach noch nicht die richtige Jahreszeit für Kürbissuppe ist, wollte ich gerne ein Chutney kochen und das dann einfach einwecken sozusagen. Und da habe ich mir jetzt ein Rezept so ein bisschen selber zusammengestellt aus verschiedenen Rezepten, die ich online gefunden habe. Und jetzt werde ich mal gucken, ob das was wird. Und wollte euch ein bisschen dabei mitnehmen. So, jetzt ist alles im Topf und köchelt jetzt erstmal vor sich hin, dass das so richtig schön weich wird. Und dann werde ich das in Gläser abfüllen. Also wir haben jetzt den Kürbis klein geschnitten. Eigentlich sollte der laut Anleitung noch kleiner, aber ich denke, wenn ich es lang genug einkochen lasse, geht das auch so. Dann ist da mit drin Zwiebel. Ich habe jetzt die beiden kleineren Hokkaidos genommen. 3 größere Schalotten. Und 3 Knoblauchzehen, dann habe ich ungefähr 100 ml Balsamico-Essig genommen. Also ich habe eben probiert, es schmeckt auf jeden Fall säuerlich nach dem Essig. Dann habe ich 6 Esslöffel braunen Rohrzucker reingegeben, schmeckt man auch schön durch, so ein bisschen Süße. Und dann habe ich noch ein bisschen Salz und Pfeffer reingegeben und 2 Mini-Chilischoten aus meinem Garten. Und es ist auch richtig schön eine Schärfe drin, nicht zu krass, aber doch sehr deutlich, und ich glaube, das könnte ganz gut werden. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Dienstag, das ist die 2. Arbeitswoche und der erste große Schnupfen ist da. Yay. Aber ich muss dazu sagen, also heute Nacht, ich habe mich echt ein bisschen gequält, aber ich kriege nach wie vor Luft. Also das ist das Gute, aber oh, ich hasse Schnupfen. Ich glaube, das macht alle so ein bisschen. Also ich fühle mich dann immer richtig, richtig müde und die Augen fallen zu und als ob ich wie so ein Zombie durch die Gegend laufe. Oh, das macht einen irgendwie so kaputt, weiß ich auch nicht. Naja, ich hoffe, dass es nur beim Schnupfen bleibt. Ansonsten, läuft die Arbeit oder muss ja laufen. Wir haben ja Eingewöhnung jetzt nach den Ferien und also bisher toi toi toi. Alles in Ordnung, alles nach Plan. Und die Nachmittage verbringe ich dann entweder beim Sport. Also die letzten Wochen war ich wirklich richtig, richtig fleißig. Und heute wollte ich auch wieder hin. Letzten Freitag waren wir wieder zusammen essen, wir Kollegen. Also nach einer Woche haben wir gedacht, so, okay, wir müssen das jetzt gut ausklingen lassen. Und waren noch zusammen lecker essen. War ganz nett. Also es ist immer
nett. Und nett ist in dem Fall nicht die kleine Schwester von Scheiße, sondern das ist wirklich nett. Genau, und sonst war das Wochenende eher ruhig und ja, hab jetzt nichts geplant gehabt. Ein bisschen ausschlafen, ein bisschen dies und das und jenes. Und es wird, glaube ich, dieses Wochenende ähnlich. Montag hat Jan Geburtstag. Auf Montag Geburtstag haben wir auch kein Geschenk, aber er wollte irgendwie am Wochenende danach nochmal zum Kuchenessen oder so einladen. Ja. Genau. Aber mehr kann ich euch auch nicht erzählen. Ich will jetzt auch nicht langweilige Sachen babbeln. Deswegen mache ich mich mal auf in die Arbeit. Obwohl ich heute echt früh dran bin. Aber naja, kommt auch mal vor. Hi ihr Lieben, sorry, ich muss mal die Sonnenbrille aufsetzen. Ich bin gerade in Kiel angekommen, ich habe mich echt lange nicht mehr gemeldet irgendwie, weiß ich nicht. Es gab nicht so wirklich viel zu berichten und irgendwie habe ich es auch meist vergessen. Auf jeden Fall haben wir heute Freitag und heute bin ich in Kiel, weil Helge Schneider in Kiel ist. Und die gibt heute Abend ein Konzert, ja, kann man glaube ich so nennen. Und da werde ich hingehen mit meiner Schwester und meinem Schwager und noch zwei anderen Freunden von denen. Und genau, das haben wir heute vor. Ihr seht, das Wetter ist bombastisch, es ist super, super heiß. Ich weiß aber noch nicht, was ich anziehen soll nachher, ob ich das Kleid anlasse mit einer Jacke. Ich habe auch noch eine Strumpfhose mit, weil ich habe Angst vor zehntausenden Mückenstichen oder sowas. Ich glaube, ich würde einfach alles mitnehmen. Und ich bin sehr gespannt. Also meine Schwester war vor 2-3 Jahren schon mal dort und sie sagte, es sei sehr, sehr witzig gewesen und deswegen habe ich mir diesmal auch eine Karte mitgekauft. Ja. Wir werden sehen. Ansonsten muss ich jetzt aus diesem heißen Auto raus und berichte euch irgendwann anders, was sonst noch los war. Eine Katze hat auch immer eine Besitzerin. Eine Katze hat auch immer eine Besitzerin. Es ist meistens eine Oma mit schlohweißem Haar. Sie füttert die Katze dick und fett. Heißt es im Gehirn, hier drin, hier innen drin, in the brain. Ja, die Wurst ist mein Lebenssinn. Guten Tag, von der Salami 100 Gramm. Meine Mahlzeit habe ich erst dran. Bei mir an der Theke ist immer was los. Ich krieg gern von der Dauerwurst. Wo ist die Party? Hier ist die Party! Wo ist die Party? Hier ist die Party! Wo ist die Party? Hier ist die Party! Party, Party, People! Ich bin der Party-People. Ich bin der Party-People. Ich geh auf Party. Ich bin der Party-People. Ich geh auf Party. Ich komm allein. Ich bring nix mit. Ich staube ab. So, wir starten wieder in eine neue Woche. Aber ich werde diesen Vlog jetzt beenden. Der ging jetzt tatsächlich über, ich weiß gar nicht wie viel, 3 Wochen oder so. Ich wollte noch kurz zu unserem Abend bei Helge sagen, dass es wirklich sehr, sehr witzig war. Also ich konnte mit ihm vorher nicht so viel anfangen. Das ist so ein spezieller Humor und ich finde, im Fernsehen kommt es nicht so gut rüber oder vielleicht einfach zu albern. Aber live war es wirklich sehr, sehr witzig. Also ich hatte am Anfang schon Tränen in den Augen. Weil es einfach, also klar, es ist wirklich super albern, aber es ist super viel Kunst einfach dabei, weil er ja einmal seine Band mit hat und er ist ja auch sehr musikalisch und macht selber ganz viel Musik und spielt hier Orgel und da Klavier und da Trompete und sowas. Das ist natürlich schon immer bewundernswert, wenn jemand sowas kann. Und wenn man auch so sehr spontan ist, also er hat ja so bestimmte Lieder gesungen. Ich glaube, er hat tatsächlich in den 2 Stunden, die er gespielt hat, nur insgesamt 5 Lieder oder sowas gesungen aus seinem Programm. Aber die halt so verändert und abgewandelt und es kam, glaube ich, so viel spontan aus ihm raus und er hat auch auf das Publikum reagiert, auf die Stadt und auf die ganze Umgebung,
und sowas. Also das war alles sehr, sehr spontan. Und sowas finde ich sehr bewundernswert, wenn man sowas kann irgendwie. Und ja, also es war ein sehr, sehr netter Abend und ich habe wirklich sehr viel gelacht. Also es war gut. Ich bin danach noch nach Hause gefahren. Ja, weil, also ich habe mich fit genug gefühlt. Ich habe auch nichts getrunken weiter. Und dementsprechend konnte ich dann in meinem Bettchen schlafen. Und ja, nun ist das Wochenende aber auch schon wieder vorbei. Es ist Montag, ich habe schon wieder einen Tag Arbeit hinter mir. Diese Woche wird so ein bisschen voll, weil viel zu tun ist, viel anliegt. Aber das erzähle ich euch dann im nächsten Vlog. Und jetzt sage ich erstmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen.